Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World! Windwärtsweg! Aber diesmal rückwärts heißt es in dieser Folge. Außerdem heißt es in dieser Folge gedacht, diesem Level die Quests in dieser Welt zu machen und ein paar neue Level zu sehen. Na, habt ihr aufgepasst, ob ich nach oben oder nach unten gehe? Für die, die es noch nicht wissen, die werden es dann gleich erfahren. So, wer hat mir diesen kleinen Bodenbirdie an? So, wir sind jetzt auf der Suche nach drei kleinen Nervensägen. Und wir haben 3,5 Minuten nur Zeit dafür. Und ich habe das Gefühl, wir sollen ja auf den warten, auf dem Typen hier. Ich bin so ein Bodenbirdie, hallo. Bin ich zu groß für einen Bodenbirdie, aber egal. Passt schon. Passt schon, es wird schon gut gehen. Also schon okay. Und ich höre auch schon den ersten und ich bin ein wenig verloren, hallo, danke. Gut, gut. Also mit verloren meine ich halt jetzt, dass ich da irgendwie... Egal. Nicht wichtig. Ich brauche ein paar... Ja. Da hinten ist nämlich der erste. Den ich nicht erwische. Das ist nicht blöd. Das ist ein bisschen blöd, meine ich. Den können wir auch von hier aus erwischen. Bleib stehen! Was habe ich da gemacht? Was? Habe ich gerade den Flugbirdie abgeschossen und der wurde zu einem Bodenbirdie? Ist das gerade passiert? Oder... Ja, da kam ja gerade ein Bodenbirdie zu mir angesprungen, was auch immer, ja. Wie auch immer. So, für die, die sich wundern, wo sind denn die anderen Rückwärtslevel? Ja, habe ich schon in der letzten Folge geschafft. Die Folge war nämlich kurz und da habe ich es mir einfach mal so gegönnt. So, und cool, dass man hier auch das Bonuslevel hier sieht. Was war ja so, oder was halt Bonuslevel? So ein kleines Minigame. Was auch immer. Hier sieht man es und da fehlt die eine Blume. Und da ist er. Ah Gott, ich bin abgeschossen. Oder angesprungen oder was auch immer. Wir verfolgen da welche. Das will ich sagen. Okay, bisher sieht es nicht so schwer aus, tatsächlich. Also, finde ich zumindest. So, ich muss hin und wieder mal kurz auf meinen Bildschirm schauen, weil letzte Folge ist aus Versehen das Ende ein wenig abgekackt. Das tut mir natürlich leid. Also, die es nicht wussten, in der letzten Folge ungefähr letzte Minute, glaube ich, war das. Oder letzte halbe Minute, was auch immer. Oh Gott, das war knapp. Da, ja, da ist mir die Folge irgendwie abgekackt. Ich weiß ja auch nicht, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ihr wisst alle, in der letzten Folge ist die letzte Minute, die ist irgendwie ein wenig verglitscht. Man konnte nur noch den Sound hören. Also zumindest jetzt bei mir habe ich es mir gerade angeschaut habe, weil ich gucke mir immer die Folgen kurz noch an. So, ich skippe ein wenig durch. So ein, zwei Minuten, damit ich weiß, dass die Folge auch gut ist. Dass ich sie nicht neu aufnehmen muss. Manchmal passiert sowas nämlich. Kann ich dich bitte einsam... Oh Gott, nein, ich hab B losgelassen. Was ist los bei mir? Ich habe einfach B losgelassen. Was ist denn los? Was ist da nur los? Ich hab ihn. Ich habe aber keine Zeit mehr. Absolut keine Zeit. Okay, ja, komm, egal. Ich habe wie gesagt keine Zeit. Bitte sag mir, es waren 3,5. Okay, 3,5. Keine 3. Oh mein Gott, das wäre es jetzt gewesen. Okay, okay, ist es ihn, ne? Yes! Nice! First try, Leute! Cool! Also, was in der letzten Folge passiert ist, ich glaube, das ist einfach am Ende Standbild hin und wieder oder so. Also, als ich es mir gerade angeschaut habe. Kann auch sein, dass es am Ende nicht so ist, aber ich habe es gerade geguckt. Da war irgendwie Standbild, hat nur noch ein wenig was von mir gehört. Tut mir leid auf jeden Fall für dieses seltsame Ende letzter Folge, aber ist ja jetzt auch egal. Reden wir über dieses wunderschöne Spiel. Wir haben jetzt diese Welt. Level abgeschlossen, aber die Quest wollen wir ja auch noch machen. Also komm mal her, du, was haben wir denn heute hier? Ich brauche ein wenig Sachen. Einmal ein Blackfels. Den habe ich beim Vulkan gesehen, aber immer schön gucken, wo man hintritt. Yo, hinten oder vorne? Hier, vorne. Blackfelsen. Das sieht eigentlich ganz cool aus so. Sieht nicht aus wie ein. Ja, ich finde nicht, dass das so aussieht wie ein Black. Sieht aus wie so ein Steinblack. So eine neue Spezies. Die wollen wir noch mal suchen. Und da habe ich ihn auch schon direkt gefunden. Der ist nämlich hier an dieser Stelle. Sehr, sehr einfach. Nice. So, ich bin mal gespannt, wie viele Quests es in dieser Welt gibt. Ich hoffe, es gibt hier nicht so viele. Ich hoffe eigentlich immer, es gibt nicht viele. Aber meistens gibt es mehr als 5. Oder wenn ich Pech habe, gibt es mehr als 5. Was auch immer. Mhm, ja, ja. Was? Ich brauche einen Eierkarton-Bodenbirdie. Einer war auf der Rückseite bei den schwebenden Bällen. So niedlich. Hier?
Ja, yep, hier. Nach dem hier suchen wir so ein Eierkarton Birdie. Eierkarton Boden Birdie, meine natürlich. Sorry. Und da habe ich ihn auch schon direkt gefunden. Hier. Jetzt. Nice. Hab ihn mir viel, viel kleiner vorgestellt. Aber er ist ja auch komplett egal. Solange wir ihn jetzt gefunden haben, ist es auch wirklich egal. Ja, habe ich ja gerade gesagt, ne? Ich wiederhole mich immer. Ich bin seltsam. Gut. Ich wette, du hast noch 20 Aufgaben, oder? Lass mal sehen. Ich brauche noch 4 Tyrannosaurus. 4 Tyrannosaurus oder so. Ja, wissen ja, ich habe ja einen schon gefunden. Ich sah welche auf der Rückseite des Vulkans. Ob die wichtig sind? Ja, einen habe ich ja gefunden. In der letzten Folge, wenn ich erinnern könnt. Das sieht aber echt cool aus. Seine Augen. Sind seine Augen transparent? Egal. Der erste befindet sich hier. Den hier hatten wir ja schon gefunden. Der ist nämlich hier. Hier an dieser Stelle ist hier hinten noch einer, den wir nicht bekommen von hier aus. Hier. Ich bin aber auch blind. Ganz am Anfang des Levels gibt es hier einen. Oh Mann. Und ich suche schon nach dem, wie so ein Verrückter. Ich habe irgendwie, glaube ich, 2-3 Minuten jetzt nach dem gesucht. Und einfach ganz am Anfang des Levels bin ich nochmal zurückgegangen. Da gab es ihn. Okay. Ein wenig Speicherplatzverschwendung, aber jetzt habe ich ihn. Juhu. War es das bitte? Ich habe echt keine Lust auf diese Mission, aber es war es längst noch nicht. Ne. Ich brauche 3 goldene UFOs. Was? Gab goldene UFOs? Sah ich bei einem Flug auf der Rückseite des Fliegers. Auch mit anderen Farben. Ich habe jetzt keinen goldenen hier gefunden. Aber gut, dass man so goldene finden muss, finde ich ganz cool. Also, haben die so Holztexturen? Was auch immer. Da im Hintergrund. Gehört der zu den goldenen? Oh, die gelben sind goldene. Okay. Dann macht das natürlich mehr Sinn. Da ist noch einer. Verdammt. Yes. Okay, das zählte noch. Gut, gut, gut. Ich glaube, hier kommt direkt der dritte, oder? Kam direkt der zweite. Jetzt kommt direkt der dritte, oder? Ich mag mich da an was erinnern. Hinter den Wolken, glaube ich, kommt einer. Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Hier hinter, hier hinter. Juhu! Richtig einfach. Das hatten wir, glaube ich, auch sogar geschafft. Aber hat natürlich nicht gezählt, weil die Quest noch nicht aktiviert war. Bla bla. Jetzt haben wir's. Cool, cool, cool. Juhu! Es waren zwar gelbe Goofus in-game statt goldene. Okay, aber egal. Ich brauche noch eine Eierkartonblume. Eine Eierkartonblume. Davon blühte eine bei den schwebenden Bällen. Ganz schön groß. Okay, habe ich die vielleicht gesehen? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Okay, Rückseite habe ich vielleicht nicht gesehen. Hm, okay. Ausschau halten. Nach einer langen Suche habe ich sie dann doch tatsächlich gefunden. Sie ist hier. Ziemlich am Ende des Levels. Ja, die war blöd. Die war schwer zu finden. Ich habe sie ganz woanders erwartet und nicht einfach so auf einer Plattform. Aber okay, jetzt haben wir sie. Oh Gott. Okay. Noch mehr? Natürlich noch mehr. Ich benötige 3 Pteranodon. Was? Pteranodon. Solche Pteranodonten müssten doch bei Vulkanen rumhängen, oder? Jupp, ich habe auch schon welche gesehen. Und wo genau die sich verstecken, die anderen, die wir noch nicht gesehen haben, die zeige ich euch jetzt auch nochmal. So sieht er aus. Den haben wir gesehen. Mit einem seltsamen Namen. Cool. Eins ist hier. Hier ist nämlich noch eins. Und hier unten. Das dürft ihr nicht verpassen. Hier unten ist eins. Hier ist auch nochmal einer. Und damit waren das sogar alle 3. Ich dachte, es wären 5. Egal, wir haben sie. Okay. Oh Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Der Black hat mich getroffen. Okay. Und ich habe kein Kostüm, das müsste ich mal wieder anziehen, so ein Kostüm.
So, war's das jetzt? Ich hoffe, das war's. Komm, wir wollen noch ein paar Level in dieser Folge sehen. Und halt noch was, oh Gott. Ich benötige 5 Gänsesterne. Viele davon sind bei den schwebenden Bällen. Aufgepasst, einige bewegen sich. Okay, wir ziehen aber erstmal ein Kostüm an, würde ich sagen. Wir haben nämlich noch ein Nest. Ein Bodenbirdie-Nest, oder warte. Das spare ich mir, glaube ich, für den später auf. Wir nehmen erstmal so einen Sternvorrang. Das ist doch cool. Yeah. So, was hat er nochmal gesagt? Wo war das? Hier? Ne, hier. 5 von den Dingern. Jo, alles klar. Sollte nicht schwer sein. Das erste ist direkt hier am Anfang des Levels. Das zweite ist hier. So, hier gibt es noch eins. Nach dieser Zeit-Challenge gibt es hier in dem Vulkan einen Stern. Der springt manchmal hin und her raus. Und jetzt haben wir ihn. Und am Ende des Levels gibt es ihn hier. Fliegt er für immer nach unten? Ich weiß es nicht. Mir auch unwichtig. Und bitte sag mir das was. Ich habe jetzt eher Lust auf ein neues Level tatsächlich. Das wäre doch geil, du. Oder? Was meint ihr, Leute? Ihr seid doch bestimmt richtig geil auf ein neues Level, oder? Ich bin's auf jeden Fall. Komm. Lass es jetzt ruhig. Lass es jetzt sein, komm. Nicht noch mehr, oder? Oh, yes, das war's. Juhu! Juhu! Ja! Hurra, alle Gänseblumen in Höhenhochland gefunden. Nice, Leute. Ist das nicht geil? Okay, Kostüm nehmen wir gleich. So, und es geht für die Leute, die nicht aufgepasst haben, es geht nach oben natürlich weiter. Ziel Eichbaumwald. Ich bin doch kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grünseblumen. Hier. Ich habe mehr als 10. Passt. Danke, es geht mir schon viel besser. Das hoffe ich doch mal. Jetzt machen wir den Weg auf zum Dekobaum. Oh Gott, explodiert er jetzt? Oh, wie cool das aussieht. Eichbaumwald, herzlich willkommen. Ui, das sieht echt nice aus. Was sind das, 3 Level? Das, nee, es sind 2 Level, es sind 2 Level. Erstmal hier, erstmal unten am Baum, dann oben am Baum. Okay. Vielleicht schaffen wir sogar beide in dieser Folge noch. Vielleicht, vielleicht. So, was nehmen wir denn mal? Was würde denn mal passen, so? So ein Lava-Bottich sieht ganz nice aus, aber ich glaube, das sprechen wir von anderen mal auf. Ja, Eichhörnchenstamm, das ist doch ganz cool, das nehmen wir mal. Auf zu den abwägenden Eicheln. Oder die abwägende Eicheln, was auch immer. Abwägende Eicheln, ja. Das ist der Levelname, cool. Oh, Leute, in der nächsten Folge kommen wir eventuell schon zum Boss. Den dritten Endboss. Das ist doch cool, oder? Juhu! Yoshi freut sich auch. Das soll ein Yoshi-Spiel sein? Das sieht nicht aus nach Yoshi. Guckt euch das mal an. Die Grafik, was guckt euch das an? Das nennt ihr Yoshi? Oh Gott. Oh mein Gott, ein Flatter! Das ist die Weiterentwicklung von Wiggler. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ihn wütend gemacht. Sorry, Mann. Oh, der fliegt mir hinterher. Das können wir doch bestimmt für irgendwas noch gebrauchen, dass einem hinterher fliegt, oder? Oh, hier sind mit gespawnt. Okay, ich muss aufpassen, weil mein Kostüm ist schon fast wieder kaputt. Und ich will halt nicht, dass es kaputt geht. Da la la la. Das sieht echt nice aus. Oh, so eine Röhre nach hinten. Oder? Nee. Nee, nee. Okay. Okay. Ich habe gedacht, man geht jetzt so nach hinten durch eine Röhre. Aber hier können wir ja nicht durch. Vielleicht von hier aus irgendwas abschießen? Wir können die Scheigers hier hinten abschießen, aber wollen wir das? Wo geht's denn so hier weiter? Wir kriegen ja hier Eier. Sollen wir den abschießen? Den armen Flatter. Nee, bringt nichts. Und vielleicht fliegt er uns nach hinten. Ey, Flatter, Flatter. Kannst du irgendwie helfen? Ah, doch. Wir müssen nach oben. Nee, warte. Es ist nur so ein Secret, oder? Ich glaube, das war gerade nur ein Secret. Wo geht's denn hier lang? vielleicht das hier kaputt machen? Vielleicht ist hier irgend so ein Weg versteckt? Ah, okay, ist ein Weg versteckt. Alles klar, Leute. Na, hier nicht. Dann machen wir alle kaputt.
Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Cooles. Ich würde sagen, wir machen sogar beide Level in dieser Welt, in dieser Folge. Damit wir uns nächste Folge dann auf den Boss konzentrieren können. Also halt auf den Rest der Welt, aber halt auch auf den Boss. So, ich glaube, 3 Eier reichen erstmal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Okay. Ah, so eine Waage ist das. Ich habe mich schon gefragt, was ist denn das? Jetzt sehe ich es. Ich bin blind, okay. Wofür brauchen wir denn das hier? Behalten wir das doch erstmal. Dann gehen wir schnell nach hier oben. Hier oben ist eine Red Coin, sogar 2, das ist doch cool, sowas. Okay, das hat so nicht funktioniert, aber wir können bam. Dann fängt alles runter. Das geht nicht nach vorne, nein. Bam. Nur ein Ei, schade. Die können doch bestimmt noch hier gebrauchen, oder? Hier so. Vielleicht. So. Okay, nein, so nicht, aber. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hab den rausgekickt, glaube ich, oder? Habe ich den rausgekickt? Okay, der ist jetzt drin. Oh, das ist echt blöd irgendwie. Jetzt. Ich glaube, das ist richtig, oder? Sollen wir hier hochkommen? Ganz easy. Das hier, das sind Herzen. Cool. Aber sonst ist hier nichts. Okay, okay. Das Level ist bisher ganz cool, finde ich. Also ich mag es bisher. Coole neue Idee. Und nein, wir müssen es genau andersrum machen. War ja klar mal wieder. Klar wie Kloßbrühe das Ganze. Oh, müssen wir noch was mitnehmen? Nee, oder? Oder? Nope. Doch. Doch, 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 doch. Okay, warte, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir noch eins. Hier irgendwo, oder? Hm. Jawohl. Warte, hier. Nee, das sind nur Red Coins. Okay. Ja, dann gehen wir mal runter. Dann nehmen wir uns hier nochmal eins. Warte, was ist das denn eigentlich im Hintergrund? Nein, mein Kostüm. Oh ja. Sorry, Leute. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Okay, doch, das funktioniert so. Okay. Dann machen wir so. Nein. Oh. Schnell, schnell, bevor da so ein Nuss, so eine Nuss rauskommt, was auch immer das ist. Okay, passt, passt, passt. Yes! Juhu! Das war die erste. KK! Oh, sorry, Flutter. Bro, du bist doch mein Bro, ne? Wir sind doch Bros. Richtig, Bro? Ja, Bro. Cool, Bro. Oh, guck dich den Scheiger da im Hintergrund an. Der ist doch voll cool. Ah, okay, der fliegt immer nach oben. Wenn er wütend ist. I get it now. Yahoo! I am very happy that I am understanding how all of this works. Yahoo! Ja, komm her! Flieg nach oben, flieg nach oben! Nice! Und hier gibt's noch mehr! Noch mehr? Nope! Okay, hier ist oben. Noch was? Gibt's noch sonst was? Nee. Ui. Okay, den kann man nicht abschießen. Okay. Was haben wir denn bisher alles? Nicht viel. Also rote Coins haben wir viel, aber das Level scheint noch lang zu sein. Oder es sollte zumindest noch viele. Was? Was? Hallo? Hallo? Was macht er denn? Warum geht er wieder zurück? Es wird noch viele viele Blumen geben in diesem Level, aber ich weiß nicht wo. Okay, das Ding bewegt sich nur, wenn ich da drauf stehe. Mhm. Okay. Ich verstehe. Ich unterstand. Wie viele habe ich? Okay, ein Moment. Okay, das war dumm. Ah ne, doch nicht. Herz. Und jetzt das hier aktivieren, weil dann kann ich nämlich den Scheiger schnell essen. Mitte. Ja, ich weiß es doch. Ja, war doch einfach. Hä? Okay, das war ziemlich einfach. Ohne Witz. Dass ich sage, dass ein Minigame einfach ist. hier kann man sogar hoch. Muss man sogar. Weil hier ist eine Blume. Nice. Komm, rollt schneller. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt, muss schnell durch. Zack, zack.
Oh Gott, die sind schnell. Und hier ist ein unsichtbarer Flatter. Ja, ist kein Flatter. Wie heißen die denn? Heißen die nicht Flatter? So wie der Gegner gerade? Weil Wiggler wird ja zum Flatter. Für die, die nicht aufgepasst haben hier bei Mario Sexualkunde. Was? Oh Gott, nein. Oh nein, ich habe schon verkackt. Warum so viele Apfelaufgaben auf einmal? Okay, die sind zumindest nicht so schwer. Das ist die allererste Apfelaufgabe. Wegen der habe ich Albträume bei den Apfelaufgaben. Aber eigentlich sind alle, die wir danach hatten, relativ einfach gewesen, oder nicht? Aber diese allererste, was hätte man da denn machen sollen bei der allerersten? Die haben wir ja nur durch Multiplayer geschafft. Okay, die Herzen werde ich wahrscheinlich nochmal neu machen müssen, privat, weil niemand will sehen, wie ich das Level nochmal neu mache. Nur wegen den Herzen, das will echt niemand sehen. Und ja, ich wusste, hier gibt es irgendwas. Ich wusste es einfach. Hier irgendwas? Nein. Okay. Da kommen wir dem Ende eigentlich sehr, sehr nah. Okay. Bam. Oh nein, das sind Herzen. Schnell, 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 schnell. Okay. Oh, ich hab mich alle. Ich hoffe, ich krieg noch welche. Was? What? Oh. Was auch immer wir jetzt hier bauen, wir müssen da irgendwas bauen. Okay, cool, cool, cool. Ja, ja, cool. Oh, guck dich den da an. Wie süß. Die haben solche coolen Hüte, die Dinger. Wie so Nusshüte. Cool, cool. Very much cool hier, ja, ja. So, balancen wir das dorthin und dann können wir hier hoch. Und dann habe ich gesagt, können wir hier hoch. Oder wir machen es einfach so. Zack, das erste haben wir, so ein Stoppschild. Ah, das ist wahrscheinlich so ein. Ach, bauen wir jetzt so eine Bushaltestelle oder was? Oh, geile Kombi, by the way. Nice, wir haben jetzt alle Herzen wieder. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ich hätte Angst hier. Okay, dann bleibe ich halt nicht so lange stehen. Das wollte ich nicht. Kann ich bitte dich wieder haben? Du bist wahrscheinlich wichtig, deshalb komm mal her, du. Oder ich mache dich erstmal hier hin. Weil ich dich leider brauche. Kann er bisher erstmal hier stehen bleiben? Nein, jetzt. Jetzt. Zack. Das kann man sogar abschießen für die, die es nicht gefunden haben. Was ist denn das, was ich jetzt gefunden habe? Ich habe nicht mehr ab. Ah, das ist was ich da. Ah, das ist so ein Sitz, glaube ich. Wir bauen ja höchstwahrscheinlich jetzt eine Bushaltestelle. Oh, hier kann man durch. Rutsche. Okay, das ist wahrscheinlich für später, wenn wir da alles haben. Na, ja, jetzt bin ich ja jetzt schon drin gegangen. Cool. Ich glaube nicht, dass wir noch Zeit haben für das letzte Level. Aber ich würde gerne in der nächsten Folge den Boss schon machen. Deshalb mal gucken, wie ich das dann hinbekomme. Oh, guck mal, er hat einen fliegenden Teppich. Ist das nicht cool? Oh, hallo. Oh, hallo. War das gerade ein Herz? Haben gerade so ein Herz geformt, oder? Das ist doch süß, ey. Das Spiel ist so süß. Und jetzt haben wir, was auch immer das da ist, haben wir es bekommen. Na, die Rutsche ist jetzt auch egal. Komm, wir sind jetzt schon hier. Whatever. Nicht schlimm. So, und jetzt erstmal. Ja, ja. Cool. Und warten wir auf den Bus. Ach, wieder Verspätung. Deutsche Bahn halt. Oh, ey, ich habe nichts gesagt. Hi. Wie cool der aussieht. Yo, Bro, ich komm mal rein, ne? Ich habe mein Busticket dabei. Oder, Yoshi? Yoshi, hast du dein Busticket dabei? Hast du Steuern bezahlt, Yoshi? Yoshi, hörst du mir zu? Hä? Das wollte ich gestern mal mit dem. Hä? Oh Gott. Boop, boop. Warum sind wir jetzt auf dem Dach? Yoshi, hast du etwa doch kein Ticket gekauft? Mensch, Yoshi, du kannst doch nicht schwarz fahren. Hier, du meinst, ich werde dir wohl helfen müssen, ob ich will oder nicht. Und mir fehlen Red Coins. Und hier war einer, glaube ich. Okay, keine Ahnung, was der Vetter wollte. Wir sind da. Danke, Bus. Tschüss. Und ein paar Red Coins. Bitte sag mir, komm noch mal Red Coins. Ich glaube, ich muss schneller sein als die, oder? Nee.
Nein! Mir fehlen zwei rote Münzen und natürlich die Leben, aber die war ja klar. Okay. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Nee, glaub nicht. Dann werde ich die Münzen für euch suchen, am Ende noch ranschneiden und die Herzen mache ich dann offscreen. Dann werde ich jetzt so kurz gucken, ob die Folge lang genug ist oder ob ich hier noch ein Level reinpacke. Das werde ich mir kurz, angucken. Joa. Nice. Aber mir hat das Level gefallen. Die Idee war cool, Umsetzung auch ganz nice. Es war jetzt nichts, was ich als mein Lieblingslevel bezeichnen würde, aber ich würde es ein gutes Level nennen. Mhm. Und ich hoffe, in der nächsten Folge kommen wir dann auch schnell durch aus dieser Welt. Denn ich habe echt Bock jetzt, hier rechts gegen den Boss zu kämpfen. Oh, Junge. Hey Leute, könnt ihr euch daran erinnern, dass hier im Hintergrund so Nüsse waren? Wenn man die abschießt, ist hier ein Geschenk. Problem ist gerade nur bei mir, ich habe keine Eier, deshalb brauche ich kurz einen Shy Guy, der mir welche gibt. Dankeschön. Ja, einfach hier hinten die Nüsse abschießen und dann zack. Ist hier eine Red Coin. Ja, wo ist die zweite, die mir noch fehlt? Ja, weiß ich noch nicht. Werde ich ja sehen. So, hab das jetzt nicht aufgenommen wegen Speicherplatzsparungen, aber ja, der erste Wickler beim Bus, der gibt einem eine Red Coin. Der zweite gibt dann einen eine Blume und der dritte gibt einem nochmal eine Red Coin. Yeah. So, jetzt haben wir alles. Jetzt schnell zum Ziel. So, das schneide ich jetzt noch rein. Ist ja eh nicht mehr lang hier. Einfach nur kurz zack, zack. Zack, zack, zack. Und ich habe jetzt auch noch entschieden, das letzte Level, oder so gesehen das zweite Level noch von dieser Welt, nochmal reinzupacken in diese Folge. Weil, ich weiß nicht, ich glaube die Folge ist ungefähr irgendwas mit 20 Minuten oder so. Und keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall das nächste Level nochmal rein. Und dann werden wir in der nächsten Folge diese Welt abschließen und den Boss bekämpfen, damit wir den dritten oder das dritte Juwel, was auch immer, bekommen. Yeah, das wird cool, Leute. Seid auch so gehypt wie ich? Dann lasst doch mal gerne positive Sachen da. Ein Abo wäre auch ganz cool. Oder was mit ihr? So, Sprung, Satz und Sieg. Aber bevor wir das machen, mit dem Sieg, da werden wir erstmal ein UFO anziehen, weil ich habe ja letzte Folge gesagt, wir machen am Anfang der nächsten Folge UFO, jetzt ist es Ende der nächsten Folge, aber egal. Ja, Sprung, Satz und Sieg. Doch für wen? Für Yoshi? Oder jemand anders? Oh Gott. Wer denn nur? Ich habe Angst. Ich hoffe doch sehr, dass es für Yoshi ist, der Sieg. Oh, nicht ihr. Das sind Baby-Piranhas, oder? Das sind noch Baby-Piranha-Pflanzen, glaube ich. Okay, cool. Das waren noch solche... Zumindest, wenn die auf den Boden kamen, dann waren das so Piranha-Pflanzen. Egal, was auch immer. Hier ist ein Affe. Sorry, Mann. Yo, Bro, wollte ich nicht. Zack. Komm, gib her. Gib mir bitte irgendwas. Nichts. Das ist ja sehr erstaunlich. Das Level hat auch sehr, sehr viel. Okay. Anscheinend sind das hier dafür lange Level, dass hier nicht so viel ist. Nice. 4 auf einmal. Hat man nicht immer alle Tage. Vor allem nicht bei mir. Aber dann haben wir es doch jetzt mal. Ist doch cool. Hier ist nichts. Okay, okay. Und da, die Dinger meine ich. Wenn die auf dem Boden landen, dann kommen die raus. Deshalb muss man die schnell aufessen. Und man kriegt sogar gar keine Eier mehr eigentlich gerade. War es früher auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die kann ich auch mit der Schampfattacke öffnen. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Weil die Dinger hier, auf denen gerade stehe, die sind natürlich neu. Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht bemerkt hier. Nein. Ja, zack. Oh, kriegen wir alles. Okay. Ich habe das Wort irgendwas, irgendwie alles bekommen. Tut es aber leider nicht. Nö, warum denn auch? Das wäre ja zu easy. Easy peasy. Bei dir ist nichts? Okay. Bei dir vielleicht?
Nein, auch nicht. Boing! 10 Münzen. Stimmt, es gibt ja noch 100 Münzen-Dinger, ne? Aber komm, die sind echt zu einfach. Hat er mir gerade ein Ei geschaut? Oh, der ist ja verliebt. Oh, danke, Bro. Dich werde ich als letztes essen. Hä? Hey? Oh Gott, was mache ich hier? Ui! Ui, 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 das ist doch cool hier! Ich muss nur diesen Äffchen hier beseitigen. Das Äffchen hier. Hau mal hier frei. Zack. Danke, Mann. Wie der rumgeschrien hat. Oh, sorry. Sorry, Bro. Nein, sorry, Bro. Ich wollte das nicht. Alle mein F für den armen Affen. Uff. Der tut mir gerade voll leid, Mann. Der hat gar nichts getan. Und ich habe ihn einfach gegessen. Der hat mir vor allem noch geholfen. Das hat er getan. Er hat mir geholfen. Und ich, wie belohne ich ihn? Indem ich ihn einfach sowas antue. Was bin ich denn für einer? Na komm. Zack. Nach oben. Hier gibt es doch bestimmt was Cooles. Cooles Secret oder so. Nicht? Schade. Aber hier gibt es noch was. Okay. Okay. Münzen! Ja, ich dachte gerade, oh, lol, das waren wirklich alles rote. Ich dachte mir so, vielleicht sind das ja rote. Und das waren einfach alles rote. Wow. Und das hier? Das nicht. Okay. Aufpassen. Okay, das ist aber cool hier. Ich finde das Level eigentlich voll cool. Ich weiß nicht, ob das zu der Overworld passt, weil die Overworld hat mir jetzt so ein Baumlevel versprochen, dass so wie Donkey Kong Country 3, dass ich so ein Baum bin, in so einem Baum bin, aber Level selber an sich ist cool. So. Oh nein. Oh nein. Verdammt, ich habe was Falsches. Ich habe kurz meinen Atem angehalten, weil ich hasse das. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Komm her, schnell her. Ich brauche dich nämlich. Zack, damit wir den hier nach unten bekommen. Oder so. Ja, passt auch. Oh, den Häschenstein. Wie süß. Zack. Gut. Okay, da können wir durchspringen. Zack. Äffchen, hi Äffchen, holen wir mal die Blume da. Danke. Oh nein, das wollte ich nicht. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay. Okay, nee, das war nicht ganz so klug, glaube ich. Der hier muss runter, der muss runter. Damit ich hier durch kann. Okay. Okay, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Oh, wow. Der kam unerwartet runter. Der hier. Und du wirst kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Eine weitere Bonus-Challenge. Welcome to Bonus Stage. Oh, verkackt. Sorry, ich hasse nur sowas und es tut mir einfach leid, ja. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Ich bin gestresst. Okay, eine Blume weg, drei gibt es noch zu finden und vier rote Münzen. Außer da war jetzt noch eine bei der Aufgabe. Dann wäre natürlich uff, aber ja. Schicksal. Und da einer ist lieb. Immer diese Traitor. Aber in dem Fall ist es ja für uns ein guter Traitor. Weil die sind ja alle böse und wir sind gut. Was guckst du mich so an? Du. Der geht nach unten, oder? Ja. Ey, das, der erinnert mich voll an Donkey Kong Junior. Der hier. Keine Ahnung, das erinnert mich voll irgendwie an Donkey Kong Junior. Bin ich da alleine? Und hier geht's nach oben, oder? Doch, doch, hier geht's nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Sorry, Mann, auch wenn du mein Bro warst. Ich brauche die ganzen Kills, ich brauche die Punkte. Die Passage kommt mir bekannt vor. In unserem anderen Level, das wir schon mal gespielt haben. Okay, fallen wir runter und sind wir hier. Wie viele Red Coins? 5. Ah, die kriegen wir doch noch, oder? Ich denke schon. Was machen die jetzt hier?
machen wir hier alles kaputt. Okay. Nicht so nett. Ja, wie du meinst. Und ich habe gerade irgendwie Leben bekommen, durch die, da ich die abgeschossen habe. Weiß nicht, wie ich das so geschafft habe. Aber ich sehe das as an absolute win, du. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der war böse. Nee, war lieb. Er ist lieb. Okay, eine fehlt uns noch. Die kommt jetzt noch. Irgendwo hier kommt die. Und uns fehlt eine Red Coin, oder was? Nicht deren Ernst. Eine Red Coin? War das die, die man da hätte bekommen können bei dem Spielchen? Oder hier? Oder so? Oh Gott, nein, 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 nein. Ich wette hier, ich wette hier. Oder? Hä? Hallo, Spiel? Hat er die Welt gerade neu geladen oder was ist passiert? Oder was halt Welt? Ja doch, hier, doch, hier. Ja, ja, wir haben alles. Nur die eine Blume, aber ansonsten haben wir alles, Baby. War das? Das Level geht weiter? Hä? Hä? Bowling! Boom! Nice. Cooles Level. Blöd, dass ich da eine Blume verpasst habe, die sogar gar nicht mal so schwer war. Aber die holen wir uns eben. Dann schneide ich kurz rein. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es heiß wird. Wir kriegen das dritte Juwelchen. Yahoo! Aber bevor wir das machen, wollen wir uns doch erstmal... Oh, cool. Wollen wir uns doch erstmal ein paar neue Kostüme holen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Oh, da gibt es so eine Piranha, habe ich gerade gesehen. Ich wollte zwar eigentlich nicht drauf gucken, aber ich musste. Piranha, Leute, eine Piranha. Ist das nicht cool? Das hat sogar 2000 jetzt insgesamt gekostet. Krass. Es wird teurer in Yoshi's Crafted World. Da, 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 da. Ein Silbereimer. Eine Blaubeermarmelade. Rote Schubkarre. Ein Wunderball, wie cool. Das Highlight, die Piranha-Oktaida. Was? Okay, die ist aber echt cool. Eine Eicheleule. Nice. Ein Bus, cool. Können wir schon zu spät kommen? Baumstumpf. Ein gelber Apfel. Nice, ein Gerpel. Und ein roter Apfel. Das ist doch cool. Ey, das feiere ich echt. Nice, dann würde ich doch mal für Rest der Welt. Was wollen wir denn da anziehen hier? Das gucken wir dann in der nächsten Folge nach. Jo. Erstmal noch das UFO. Und ja, bis gleich. Zurück an dieser Stelle und let's go. Eigentlich ist es gar nicht mehr so schwer. Es ist halt wirklich nicht schwer. Das war's. Wir haben alles. Wow! Da freut sich sogar Yoshi. Und wenn ihr euch auch auf diese Folge gefreut habt oder diese Folge euch irgendwie entertained oder glücklich gemacht hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Abo, falls ihr neu seid und ihr wisst den ganzen Schmarrn. Haut rein. Schönen Tag noch.